Hallo, hier ist der Martin von Money Monkey. Ist das die DAX-Analyse für nun Dienstag, den 25.05.2021? Und unser DAX hat sich zum Pfingstmontag außerplötzlich ziemlich stark gezeigt. Future hat ja gehandelt, die Amerikaner haben auch gehandelt. Auch die haben sich stark gezeigt, haben auch im Kryptobereich ordentlich zugegriffen, während Deutschland hier Feiertag war, aber auch Bankfeiertag ja letztendlich auch, ne? Viele vielleicht die eine oder andere Überweisung nicht machen konnten, die sie machen wollten oder nicht angekommen ist, nicht durchgegangen ist. Und um da ein bisschen Einblick zu geben, unser DAX hat in der Spitze schon um 595 gehandelt, ist zum Abend hin dann ein bisschen runtergegangen, über die letzten Minuten so im Bereich um 15,570. Ja, das heißt, wir dürfen wahrscheinlich schon mit einem deutlicheren Aufwärtsgap rechnen zum Dienstag, was gegebenenfalls durchaus auch auf Allzeithochniveau kommen kann. Und dann muss ich das zeigen, wie jetzt zeigt. Also, die Aufwärtsgaps auf Hochs, die hat unser DAX in den, ich weiß es gar nicht, letzten 5 Monaten. Also auf jeden Fall, ja, eigentlich seit letztes Jahr Sommer ist da, haben wir das Muster schon im Bild. Das ist nicht erst seit, ich kann nicht mal sagen, seit diesem Jahr. Das sieht sich schon eine ganze Weile, dass unser DAX erhebliche Probleme immer wieder hat, die Aufwärtskippe zu stehen, wenn es denn hier mal in höhere Dimensionen rausgeht. Ne? Da sollte man dann schon aufpassen, wenn er jetzt zum Beispiel unter 600 reingappt. Man könnte ja hier eine Trendlinie ziehen, ne? Was eine kleine Verkeilung darstellen könnte. Ich würde schon ein bisschen darauf achten, wenn er nämlich startet und dann drückt er direkte rote Kerzen rein, dann kriegt er sich wahrscheinlich erstmal wieder zurückhalten. Ne? Dann geht es auf die 510, später vielleicht auf die 433, das Gap hier zu machen. Und ich glaube, also wenn er jetzt dann wieder anfängt zu fallen, dann geht er auch in den Bereich hier rein halt, ne? So nochmal die 15,280, 15,270, 15,3, 35, das wäre für mich weiterhin eine interessante Rücklaufzone von oben. Da haben wir jetzt schon 2 Tage drüber gesprochen. Er distanziert sich ja davon, als dass er drauf zugeht. Aber zum Dienstag würde ich da schon mal drauf gucken, wie kommt er rein, wie startet er. Bringt er wieder nur so ein Aufwärtsgap, was abverkauft wird, dann geht das runter. Aufpassen sollte man aber, wenn er das mal nicht abverkauft, weil wenn er mal einen Aufwärtsgap nicht abverkauft, und das hat er bis jetzt eigentlich fast mit 100%iger Treffsicherheit immer wieder gemacht, die letzten Monate immer wieder, dass wenn ein neues hochgekommen ist und er hat das Aufwärtsgap gemacht, hat es direkt wieder zugemacht und ist auch deutlich weitergefallen. Sollte das mal nicht machen und das offen lassen, dann wäre das ein Runway Gap, na, also eine versuchte Trendbeschleunigung nach oben rein, und dann kann der sich zum Dienstag strecken. Und da dürfen ruhig nochmal so Namen wie 15,49 in den Mund nehmen. 15,87, 15,670. Das wäre erreichbar, wenn ihr ganz klar seht, der versucht sein scheiß Gap zu halten. Wenn ihr das seht, der will nicht runter in den Gap los. Und er drückt immer wieder nach oben an. Immer wieder. Auch wenn er vielleicht dann gar keine neuen Hochs kriegt. Nur dieses Halten des hohen Niveaus, das wäre sehr indikativ dafür, dass dann oben raus nochmal Punch kommt. Und auch wenn es dann erst zu späterer Stunde kommt, wenn ihr seht, der bleibt stabil, der drückt grüne Kerzen, lasst laufen. Das wäre ein Runaway Gap und dann kann das genauso ein Trendtag werden, wie wir sowas hier hatten. Das ist locker möglich, ne? Aber man wird es recht früh erkennen. Ne? Lässt das Gap offen oder nicht? Macht das Gap wieder zu? Also dann wird ihm wahrscheinlich auch das Gleiche widerfahren, wie es die letzten Tage, letzten Wochen, letzten Monate immer wieder passiert ist. Wenn er auf ein neues Hoch mit stärkerem Gap reingekommen ist, dann wird es abverkauft und zwar dann eben auch nicht nur bis zum Gap-Close, sondern ein paar Meter mehr, und da wäre für mich dann eben Reich um 3,35 bis 2,70. Interessant, auch wenn es von 600 ist. Scheiß drauf, dann ist es ein bisschen weiter halt, aber die Zone ändert sich deswegen nicht. Ne? Deswegen würde ich jetzt hier an sich die Analyse stehen bleiben. Wir haben ja gesagt, der Kurs bleibt, weil das ist, was ich angucke, ist der Xetra. Also nicht der richtige Xetra-DAX, sondern der X-DAX, der erweiterte Xetra. Wird aber von der Börse Frankfurt zugestellt. Sind jetzt keine Kurse, die ich mir ausgedacht habe. Habe ich im gestrigen Video schon mal erklärt, warum, wieso, weshalb. Mir ist versichert, wir haben gestern gesagt, wir machen wahrscheinlich gar keine neue Analyse. Ich möchte euch das jetzt einfach nur mitgeben, dadurch, dass wir eben so hoch rein sind, dass die Amerikaner so gut gehandelt haben, die Kryptos auch deutlich. Also es gibt gerade im DeFi-Bereich, ne, Maker und sowas, die haben fast 50-60% Zuwachs jetzt gehabt, nur an einem Tag in 24 Stunden. Da ist schon gut Geld wieder rein in den Markt halt, ne? Also was vorher rausgegangen ist. Und Lasten laufen. Wenn er oben raus will, Lasten laufen. Wenn er das aber zeigt, dass das Gap nicht stehen kann und dann wieder eine Runde nach der anderen drückt, dann stellt euch da auch nicht zu sehr dagegen und sagt, na, das ist jetzt aber long und jetzt muss ich hier überall long. Ich meine, klar kann er auf so einer Marke wie
465 einfach nach oben aufdrehen, aber solange da keine fetten grünen Kerzen nach oben kommen, muss ich das nicht machen halt. Ne? Dann lasst lieber im Zweifel nach unten durch. Wenn aber von oben natürlich rot ist, jetzt wäre eine 465, das wäre schon eine schöne Marke, um hochzudrehen. Ne? Gerade so der Bereich um 465, 430 hier, auch mit einem Gap Plus, wäre eine super Unterstützung, aber ich persönlich glaube, wenn der jetzt wieder einen Aufwärtsgap macht und der kriegt es wieder nicht gestanden, dann macht er das gleich, was er die ganzen letzten Wochen und Monate gemacht hat. Wenn er kriegt er nichts Neues rein halt. Ne? Warum soll man dann anders reagieren halt? Ne? Von daher wäre für mich zum Bereich um 600 eine Eröffnung hier rum, inklusive Abdrehen, wäre für mich wirklich dann eher den Bereich rein. Wenn ich aber sehe, der drückt sich hier hoch, der probiert mehr Stärke zu sagen, probiert es zu halten, der will Runway spielen, dann lasst ihn spielen, lasst ihn laufen. Im Zweifel dann long mit immer ein paar Punkte wieder rausbeißen, immer wieder, wenn er einen kleinen Rücklauf gemacht hat, aber wieder dynamisch hochdreht, immer wieder ein paar Punkte mitnehmen. Da tut man sich viel, viel mehr gefallen, als wenn man sich die ganze Zeit dagegen stellt und sagt, na, hier fällt aber jetzt. Ne? Also hat man das 20 Mal bis Tagesende gesagt und nur Ausstopper im Depot, dann hat man auch nichts gekonnt. Ja? Gut, Freunde, in diesem Sinne, das quasi als kleine Ergänzung zur gestrigen Analyse mit dem Hintergrundwissen, dass die Amerikaner, die Kryptos, alles eigentlich, was gehandelt hat, hat sehr, sehr positiv gehandelt. Auch der DAX im Future eben deutlich positiv unterwegs gewesen. Die Eurex, die elektronische Börse in Frankfurt, hat ja offen gehabt. Und von daher rechnen wir erstmal mit dem Gap, gucken uns das an, wie das kommt, und dann wird man relativ zeitig auch schon sehen können, wo denn die Tendenz hingeht. Entweder 600 und runter auf 465 oder Stück für Stück für Stück oben weiter raus. Ja, das wird man, macht euch einen Zettel an den Bildschirm, offensichtlich das Handeln, was man sieht. Das hilft einfach am meisten, das ist so. Na? In diesem Sinne, ich mache jetzt hier aus, ich wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen. Und wir hören uns dann morgen wieder. Bis dahin, ciao.